Der Oktober war alles andere als golden. Die Kurse sind gefallen wie die Blätter an den Bäumen. Wir schauen auf die Aussichten und wie könnte es bis zum Jahresende da noch weitergehen. Das Ganze bespreche ich mit Christian Henke. Er ist Senior Market Analyst beim Online-Broker IG. Christian, schön, dich hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Hallo Manuel. Ja, die Kurse haben natürlich auch durch Nahostkonflikt und solche Unsicherheitsfaktoren reagiert, aber wie kann man denn jetzt sagen, könnte es weitergehen, wenn wir auf die nächsten Wochen und vielleicht sogar Monate bis zum Jahresende so schauen? Na, ich würde mal sagen, also die paar Blätter, die runtergefallen sind, das wäre, glaube ich, das kleinste Problem gewesen. Es war im Grunde schon so der erste Herbststurm, der jetzt hier über die Börsenparkette der Welt gefegt ist. Ja, letztendlich sieht man natürlich, der Oktober ist ja nun mal abgehakt. Und wir gehen ja hier auch sehr gerne mal statistisch vor. Wir schauen uns natürlich an, wie waren die Kursverläufe in der Vergangenheit. Kann ich als Anleger hier Muster erkennen, die sich natürlich dann wiederholen und die natürlich dann umsetzen. Ja, wie gesagt, Oktober ist im Grunde schon ein sehr guter Monat. Wir beobachten beispielsweise am deutschen Leitindex, dass gerade das Schlussquartal, also Oktober, November und Dezember, sehr, sehr stark ist. Naja, das dritte Quartal ist ja im Grunde erst noch gar nicht so alt. Also wir sehen vielleicht einen, vielleicht nicht goldenen Oktober, vielleicht eher einen goldenen November, der normalerweise, also wenn man natürlich aus dem Fenster schaut, eher gris und trist ist. Aber da sieht es ja momentan schon mal etwas besser aus. Naja, und natürlich dann die bange Frage, wie sieht es aus in der Weihnachtszeit? Naja, so Jahresendrallye gibt es auch, wo ich sage, so, naja, kurz vor Weihnachten bis Ende des Jahres, da haben wir mal noch mal zwei starke Wochen. Aber letztendlich hoffen natürlich die Anleger, und das merkt man natürlich auch. Die Stimmung ist ja noch pessimistisch, was eine sehr gute Grundlage ist. Eine gute Grundlage auch für, ich bezeichne das gerne vielleicht auch als November, Rallye, damit wir vielleicht jetzt noch in den letzten beiden Monaten dieses Jahres noch mal richtig durchstarten können. Also du bist, also Oktober haben wir abgehakt und für November bist du optimistischer? Optimistisch, ja, wenn wir natürlich uns die reine Statistik anschauen. Aber ich sage immer, was wir uns, was die Saisonalität angeht, das ist ein Kann, aber kein Muss. Wir haben natürlich einige geopolitische Baustellen. Wir haben natürlich den Nahostkonflikt. Wir haben natürlich auch den starken Renditeanstieg in den Vereinigten Staaten. Naja, und das lastet natürlich schwer. Und naja, Jerome Powell von der Fed, der macht es uns Anleger aktuell ja auch nicht so einfach. Da kommt natürlich auch noch die Frage, Ja, die letzte Sitzung der FED am 13. Dezember, sehen wir dann noch eine Zinspause, ja oder nein? Also Jerome Powell, der könnte im wahrsten Sinne den Grinch spielen, uns auch das Börsenweihnachten so ein bisschen letztendlich verhageln. Letztendlich, ja, sehe ich ganz einfach mal von der reinen Statistik, aber auch, weil die Stimmung so schlecht ist und wenn, naja, nochmals, wenn die Angst sehr groß ist, dann kommen meistens die Anleger dann auch wieder zurück. Das heißt also, ich rechne schon damit, dass wir, naja, nach einem enttäuschten Oktober vielleicht doch jetzt im November, vielleicht auch in den letzten Zügen des Jahres, hier ein Schlagwort ist natürlich Window Dressing. Das heißt, wenn die starken Hände, die Fonds, die Versicherungen da nochmal ihre Bilanzen aufhübschen, dann nochmal hier an der Börse zugreifen, dass wir vielleicht nochmal einen freundlichen Jahresausklang dann sehen. Also die Jahresendrallye ist ja immer so die Frage. Es gab viele Experten, die gesagt haben, bevor auch noch der Nahostkonflikt kam, zum Ende des Jahres sehen wir vielleicht sogar noch mal neue Höchststände. Würdest du unter der aktuellen Situation sagen, dass das noch möglich ist und dass wir so eine Jahresendrallye dann bekommen? Naja, das glaube ich wohl nicht. Ich meine, wir hatten ja im Grunde ja ein sehr erfolgreiches Jahr. Warum, Manuel? Ja, weil wir natürlich 2023 ist ein Vorwahljahr und das sind eigentlich sehr gute Jahre. Wenn jetzt natürlich plötzlich jetzt der Nahostkonflikt, wie ich uns dazwischen gekommen wäre und natürlich jetzt auch die sehr straffe Zinspolitik von Jerome Powell, dann glaube ich, wären wir auch weitaus höher. Naja, ich sage jetzt mal so, der DAX kann jetzt natürlich so im vierten Quartal noch mal so um 5-6% zulegen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt reicht, dass wir jetzt nur mal die Jahreshöchststände sehen. Ich glaube, auch wenn nicht, könnten wir eigentlich dann mit dem Jahr 2023 dennoch sehr zufrieden sein. Was heißt das jetzt alles für Anleger? Wie kann man sich bis zu Weihnachten vielleicht noch gut positionieren? Sollte man sich noch ein paar Aktien unter den Baum legen?
Naja, auf alle Fälle, die Stimmung ist schlecht. Wir haben eine sehr gute, ja, vielleicht einen Rückenwind von der Saisonalität. Und da glaube ich schon, dass man jetzt, wo ja auch die Kurse deutlich runtergekommen sind, ne, wir waren ja zuletzt schon so Richtung 14,7, 14,5 beim DAX. Wir haben uns jetzt da so ein bisschen schon nach oben entfernt. Ich glaube schon, dass man hier mit einem überschaubaren Risiko sicher schon mal die ein oder andere Qualitätsaktie ins Depot legen kann. Das muss nicht unbedingt eine deutsche sein, das kann auch mal gern eine europäische oder eine amerikanische sein, weil ganz einfach das Risiko ist überschaubar. Wir haben also noch Luft nach oben, aber ich sollte natürlich auch das Risiko begrenzen. Das heißt also, wenn wir wirklich mal so unter 14.500 fallen sollten, dann bin ich ganz ehrlich, würde ich vielleicht mein Depot mal überschauen, nochmal überprüfen, ob vielleicht doch der ein oder andere Titel raus kann oder nicht. Sagt Christian Henke, Senior Market Analyst beim Online-Broker IG. Vielen Dank, dass du heute wieder hier an der Frankfurter Börse warst. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.